Mein Name ist Martin Koser. Ich bin seit 1986 hier verantwortlich. Es ist ein Center, das ich auch mitgeholfen habe, aufzubauen ein bisschen mit Ideen. Weil ursprünglich war vorgesehen, dass ich einen Sportbetrieb leite. Und dann später habe ich das übernehmen können und konnte viele Ideen selber einbringen. Vor 4 Jahren habe ich das eingeführt. Und der Grund war auch der, dass wir gesehen haben, dass viele Clubs in der Umgebung mit Golfcourts arbeiten. Und es sollte einfacher sein für die Leute dann zu reservieren, weil sie schon einen Account haben. Und dann haben wir auch die Hoffnung gehabt, dass natürlich, wenn wir in Golfcourts dabei sind, dass vielleicht Kunden von anderen Orten uns eher finden und dann eben Plätze bei uns reservieren können. Ist einfach für mich eine Erleichterung, der administrative Aufwand ist viel kleiner und das ist für mich super, weil ich sehe in der Zeit jetzt, die Covid-Zeit, mussten wir überbrücken mit digitalen Lösungen, weil wir ja kein Personal mehr hatten und das war genau der richtige Moment, jetzt mit Golfcourts zu arbeiten. Ich bin Ali Alaoui und ich bin venu. Oui, alors moi je suis entraîneur de tennis et aussi de paddle, que j'ai fait une formation parce que paddle ça marche maintenant, ça monte en Suisse, c'est super, vu qu'on est là, alors on a parlé de ça et c'était. Et aussi, je suis entraîneur pour tous les niveaux, les débutants, les enfants, les compétiteurs, tout le monde. Et l'idée de Golfcourts, ça nous a aidé un peu parce que, comme Martin a déjà dit, ça nous a ouvert des portes. Ça, les gens peuvent s'inscrire directement eux-mêmes. Et ça, il y a des rencontres aussi qui peuvent se faire. Et aussi, il y a des parents qui jouent avec leurs enfants. Ils peuvent eux-mêmes venir et jouer avec leurs parents, enfants. Et c'est encore un plus. C'est family qui jouent ensemble. Waouh, et on a dit, ouais, c'est pas mal ça. Ja, eben mit Fairgate zusammen und Golfcourts habe ich das Gefühl, bin ich jetzt gut aufgestellt. Werde ich meine Visionen und meine Ideen gehen ja auch in diese Richtung. Ich denke, wir müssen im Tennis Leute finden, die Tennis als Breitensport betreiben wollen, Spaß haben wollen, junge Leute, die alten Traditionen, die nicht mehr so wichtig sind. Und da bin ich überzeugt, werden wir den Tennissport und überhaupt die Racketsportarten wieder gut aufstellen können. Das bin ich überzeugt, das passt dann gut zusammen. L'administration, c'est plus simple. On n'est pas obligé d'avoir du personnel. Tout est contact avec les personnes par téléphone qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui viennent en vacances à Mora, en été. Et on a des numéros de téléphone qu'on connaît. Et quelques-uns font des leçons aussi, ils ont envie de prendre des leçons. Manchmal denke ich, kommt mal schauen, habt Spaß, Freude und Tennis ist farbig und fröhlich. Das ist mein Statement.